Es sind auch nicht die stärksten und intelligentesten Ideen, die zu Innovationen werden. Es sind die Ideen, die sich dem Wandel am schnellsten und besten anpassen. Innovation wird getrieben, und der Fortschritt, den wir brauchen heute, von Leuten, die außerhalb ihres Feldes arbeiten. 70.000 Jahre ist es her, dass wir die Fähigkeit bekommen haben, unsere Welt zu verändern. 70.000 Jahre unvergleichliche Geschichte, unvergleichliche Erfolgsgeschichte der Menschheit. Wir haben unglaublich viel entwickelt. Wir haben das Fliegen gelernt, wir haben Städte gebaut. 70.000 Jahre Fortschritt und dann Donald Trump. Ich habe gestern auf Twitter gelesen, liebe Amerikaner, Sie glauben, das geht hier um eine Präsidentschaftswahl. Der Rest der Welt sieht das als einen IQ-Test und es sieht nicht gut aus. Donald Trump ist ein Phänomen für jemanden, der sich mit Innovationen in der Wissenschaft beschäftigt, der im Fingerschnipp, einen Moment, in dem alles in Frage steht, was wir über Innovation wissen und Fortschritt. Und ohne Zweifel wirft er wie kein anderer im Moment die Frage auf, machen wir Fortschritt? Und darum soll es gehen. Machen wir Fortschritt? Was ist Fortschritt überhaupt? Ich lebe in San Francisco. Das ist wohl so eine von diesen Innovationshauptstädten der Welt. Hauptquartier von Google, Facebook, Twitter und diesen ganzen anderen Ideen, die die Welt verändert haben. Aber was ist Fortschritt eigentlich? Machen die da Fortschritt oder was machen die da? Wenn wir uns angucken, was da so passiert, dann haben wir ganz unten haben wir so einen Bodensatz an Ideen. Das sind alle unsere Ideen, mit denen wir so rumlaufen. Und manche von diesen Ideen, die werden zu Innovationen. Das ist die nächste Ebene. Und manche von diesen Innovationen, die treiben Fortschritt. Nicht alle. Und nicht unbedingt die besten. Ich will Ihnen eine Idee zeigen. Und die Frage ist, machen wir Fortschritt, wenn wir sowas machen? Das ist eine Idee aus dem Jahr 1965. Die Blonskys hatten diese Idee. Der Name ist auf Deutsch sowas wie Geburtszentrifuge. Und zwar ist die Idee, dass sie eine schwangere Frau hier unten einspannen. Dann haben sie diese Zentrifuge, die fängt langsam an sich zu drehen und die wird immer schneller. Und durch die Zentrifugalkraft fliegt irgendwann das Baby raus. Das ist ein Original, ja, Sie lachen. Ein Originalpatent von 1965. Also ein unglaublicher Prozess, durch den man laufen muss, um so ein Patent anzumelden und unglaublich viel Durchhaltevermögen. Ja, Sie müssen nur an Ihre Idee glauben. Nee, müssen Sie nicht. Müssen Sie nicht. Das ist so wie zu sagen, Sie müssen nur an Donald Trump glauben, dann wird es schon. So einfach ist es nicht. Die Frage ist, wie entscheiden wir, dass das keine gute Idee ist und dass aus der nichts wird? Die Frage ist, warum ist die Idee nicht überzeugend, aber Donald Trumps Ideen sind offensichtlich überzeugend für viele Leute. Ja, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, außer Donald Trump. Bob, der Baumeister. Ja. Donald Trump ist offensichtlich überzeugend. Und zur Überzeugung habe ich einiges zu sagen. Ich bin nämlich in einem Pfarrhaushalt aufgewachsen, als Sohn eines Pfarrers. So, und da kommen Sie schon relativ früh mit vielen Überzeugungen in Kontakt. Mit vielen Charakteren der Bibel, mit vielen Auseinandersetzungen, die sich um die Bibel drehen, um das Christentum, um die ganzen Überzeugungen, die dahinter stehen. Für mich der beste Part war immer sonntags nachmittags. Da durfte ich in der Sakristei, das ist dieser kleine Raum hinten in der Kirche, da durfte ich die Kollekte zählen. Und da habe ich früh verstanden, die Kirche macht was richtig. Anders ist es, wenn Sie in den USA leben, dann lernen Sie eine Gruppe Menschen kennen, die glauben, dass Gott sowas ist wie ein intelligenter Designer. Und das ist eine Überzeugung. Kreationisten glauben, dass intelligentes Design, dass Gott ein intelligenter Designer war, der alles erschaffen hat, so wie wir es heute haben, bis auf den Teil, den wir geschaffen haben. Es gibt ein tolles YouTube-Video dazu, wo ein Kreationist erklärt, wie Gott die Banane erschaffen hat, damit sie perfekt in unsere Hand passt. Die Frage ist, dürfen wir das hinterfragen? Dürfen wir hinterfragen? Stellen Sie sich vor, Sie wären ein intelligenter Designer. Würden Sie das alles so schaffen, was Sie so um sich rum haben? Würden Sie den Menschen so bauen, wie Sie ihn gebaut haben? Und wir dürfen Fragen stellen. Zum Beispiel, wenn Sie so eine Kinderbibel aufschlagen, und dann können Sie fragen, wenn Gott wirklich Adam und Eva als erste Menschen erschaffen hat, warum haben die dann einen Bauchnabel? Können Sie fragen. Ist das plausibel? Ist das überzeugend? Und Sie können fragen, als Noah die ganzen Tiere eingeladen hat, auf der Arche unterzukommen, waren da auch Termiten dabei?
Sie dürfen hinterfragen. Intelligentes Design ist die Grundannahme, mit der wir an Innovationen rangehen, ist die Frage, mit der wir an Fortschritt rangehen. Wir glauben, Fortschritt basiert auf intelligentem Design, und zwar unserem intelligenten Design. Und auch da müssen wir hinterfragen und wir dürfen hinterfragen, ob das sinnvoll ist. Evolution. Wir haben drei große Revolutionen gehabt in unserer Menschheitsgeschichte. Nummer eins, vor 70.000 Jahren haben wir gelernt zu denken. Und zwar völlig anders, als wir das jemals vorher hatten. Wir haben Bewusstsein entwickelt und wir haben eine kognitive Revolution erlebt. Das war die Nummer eins. Nummer zwei war vor etwa 12.000 Jahren, als wir gelernt haben, von Jägern und Sammlern zu Leuten zu werden, die zu Hause bleiben und ihren Acker bestellen. Wir haben Landwirtschaft gelernt, wir haben gelernt, wie man Tiere zu Hause hält. Und das hat unser Leben mehr verändert als alles, was Sie je aus dem Silicon Valley gehört haben. Und die dritte Revolution, die ist erst vor 500 Jahren gekommen. Und das ist die Revolution, die wir heute erleben, mit allem, was Sie von Big Data bis künstlicher Intelligenz sehen. Das ist die wissenschaftliche Revolution. Und die hat eine Sache gefunden, und das ist die Evolutionstheorie. Und die Evolutionstheorie betrifft nicht nur unsere Biologie, das Leben und wie wir uns entwickelt haben. Sie betrifft eben auch die Evolution von Ideen. Welche Ideen überleben, wann und warum, ist eine Frage von Evolution und nicht von Revolution. Wenn wir an große Innovatoren denken und Leute, die die Welt verändern, dann denken wir an Leute, die eine Revolution starten. Und das liegt daran, dass wir nicht genau hingucken. Denn was wirklich passiert, ist einfach nur Evolution. Einfach nur. Wissen Sie, wer die Uhr erfunden hat? Das war die Deutsche Bahn. Nee, das war natürlich nicht die Deutsche Bahn. Aber tatsächlich ist die Uhr erfunden worden mit der Standardisierung von Zeit, um Züge zu koordinieren. Ja, die Deutsche Bahn, heute würden sie das wahrscheinlich anders machen. Aber damals musste man, um Züge zu koordinieren, Zeit standardisieren, damit man weiß, wann, wenn der losfährt und wo der dann ankommt, dass das die gleiche Zeit ist. Sonst können sie ankommen, noch bevor sie losgefahren sind, wenn nämlich die zwei Uhren nicht parallel laufen. Also hat man standardisiert und dabei die Taschenuhr erfunden und gesagt, so, jede Station braucht diese Taschenuhr und die müssen alle auf derselben Zeit laufen. Dann kamen die Leute auf die Idee, dass die Taschenuhr besser am Handgelenk funktioniert. Also hat man Armbanduhren erfunden. Dann kamen Leute und haben das Smartphone erfunden und viele Leute haben ihre Armbanduhr zu Hause gelassen und gesagt, weil das Ding erfüllt doch dieselbe Funktion, brauche ich das hier nicht mehr. Dann kamen Leute auf die Idee zu sagen, wir machen jetzt Smartwatches. Und plötzlich sind viele Funktionen von hier wieder zurück ans Handgelenk gewandert. Und heute, wer hat eine Smartwatch von Ihnen an heute? Ich habe schon ein paar gesehen. Apple Watch, ein paar Leute sind dabei. Die Apple Watch 2, die demnächst rauskommt, arbeitet schon mit einem System, das das iPhone komplett ersetzen soll. Was bedeutet, wir werden das Gerät wieder los und holen das Gerät hier hin. Ich habe hier auch so ein Gerät an, das misst ununterbrochen meinen Puls, zählt meine Schritte und sagt mir morgens, wie gut ich geschlafen habe. Das müssen wir nicht mehr selber machen. All das nicht. Aber das Interessante ist, wir sind von der Uhr, die für Züge entwickelt worden, irgendwie dahin gekommen, dass wir immer noch dieses Ding gerne am Armband haben. Und diese Evolution von Ideen besteht nicht darin, dass irgendjemand sich hingesetzt hat und sich völlig neu die Smartwatch ausgedacht hat, sondern, wenn wir genau hingucken, eine unendliche Kette von Ideen, die aufeinander aufbauen. Das ist Evolution. Und die Evolution hat eine Eigenschaft, die ist ziellos. Die kennt keinen Endzustand. Und Fortschritt macht genau das Gleiche. Fortschritt hat kein Ende. Wir schreiten fort, wir gehen irgendwo hin, aber es gibt nicht dieses große Ende. Wo ist dieses Ideal, auf das wir zusteuern? Evolution hat das nicht. Die ist ziellos, die ist quasi blind und die interessiert sich nicht dafür, ob wir perfektionistisch an unserer Idee weiterarbeiten, solange bis sie uns gut gefällt. Und dann erst stellen wir sie raus und zeigen den Leuten, was wir wirklich glauben, was eine gute Idee ist. Wenn die Evolution als Fortschritt wartet nicht auf unsere Ideen. Und sie wählt aus von allen Ideen, die zur Verfügung stehen. Sie wählt aus, welche gut funktionieren. Ziellosigkeit. Die setzt Evolution als Fortschritt, setzt darauf, dass wir völlig unterschiedliche Menschen mit völlig unterschiedlichen Sichtweisen an dieselbe Aufgabe setzen. Fortschritt ist getrieben von der Verschiedenartigkeit. Ja, biologische Evolution lebt davon, dass wir mutierende Ideen haben, Mutation und dann Selektion. Und genau dasselbe machen wir auch. Wir haben unglaublich viele unterschiedliche Ideen, die wir in verschiedene Richtungen mutieren lassen und manche von denen funktionieren dann. Charles Darwin hat gesagt, es sind nicht die stärksten
und intelligentesten einer Spezies, die überleben. Es sind die, die sich dem Wandel am besten anpassen. Es sind auch nicht die stärksten und intelligentesten Ideen, die dieses Spiel treiben, die zu Innovationen werden. Es sind die Ideen, die sich dem Wandel am schnellsten und besten anpassen. Herzlich willkommen, Donald Trump. Was auch immer gerade funktioniert. Ja, Sie können sich fragen, Männer haben Brustwarzen, ist Ihnen vielleicht aufgefallen? Männer haben Brustwarzen. Wozu? Brustwarzen sind so ein bisschen wie Donald Trump. Die braucht keiner, aber die sind unglaublich schwer loszuwerden. Und das ist ein Kernding von Evolution. Deswegen haben wir viele bescheuerte Ideen, die es schaffen, und viele gute Ideen, die sterben, weil das Spiel nicht darauf ausgelegt ist, dass irgendein intelligenter Designer die Arbeit macht, sondern Evolution macht die Arbeit. Und die setzt darauf, dass Sachen unterschiedlich funktionieren. Den Geburtsprozess, weil wir vorhin über die Geburtsschleuder geredet haben. Der Geburtsprozess ist ganz schön messy beim Menschen. Menschen kommen unglaublich unfertig auf die Welt. Ist Ihnen vielleicht aufgefallen, wenn das Baby draußen ist, das kann nichts. Anders als bei anderen Tieren. Das kann fast nichts. Andere Tiere sind ziemlich gut. Die kommen auf die Welt und die können innerhalb von Stunden laufen. Und die können fast alle anderen Funktionen innerhalb von ein paar Wochen. Wir sind unglaublich lange abhängig von anderen Menschen, die auf uns aufpassen und uns was beibringen. Wir sind davon abhängig, dass wir schnell lernen. Woran liegt es, dass dieses Baby so früh rauskommt? Ja, das liegt an unserer Evolution. Und zwar vor 70.000 Jahren wurden wir plötzlich schlauer. Dadurch ist unser Gehirn gewachsen. Und dadurch musste es, damit es noch da rauspasst, schneller raus. Also musste es, weil wir so schlau sind, musste unser Gehirn schneller aus dem Körper der Mutter raus, sonst hätte es nicht mehr durch den Geburtskanal gepasst. So, und wenn es dann da draußen ist, dann ist es halt noch nicht fertig, aber jetzt müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass es draußen besser wird. Und das machen wir, indem wir dafür sorgen, dass möglichst viele Leute mithelfen, dieses Kind zu erziehen. Und dadurch werden wir nicht nur schlauer, wir werden dadurch auch sozialer. Und plötzlich haben wir sozialen Fortschritt, weil unsere biologische Evolution so unperfekt ist. Was ist passiert in den 70.000 Jahren? Was ist passiert? Warum sehen diese beiden Gegenstände sich so ähnlich? Biologische Evolution in den letzten 70.000 Jahren, bei Menschen kaum was passiert. Das bedeutet, beide Gegenstände sind für die menschliche Hand gemacht und die sieht immer noch gleich aus. Nichts passiert. Deswegen haben die gleiche Form. Aber eine Sache hat sich dramatisch verändert von hier nach da. Der Faustkeil, der war von einem Menschen zu machen, der konnte lernen, wie man den macht. Und dann konnte der nächsten Generation zeigen, wie man einen Faustkeil baut. Und dann konnten die nach Hause gehen und einen Faustkeil bauen und ihren Kindern zeigen, wie man einen Faustkeil baut. Kein Mensch weiß, wie man eine Computermaus baut. Es gibt keinen einzigen Menschen. Sie könnten nicht nach Hause gehen heute Abend und sagen, so, ich baue jetzt eine Computermaus. Warum nicht? Es gibt vielleicht einen Menschen, der weiß, wie man das Öl fördert, um Plastik herzustellen. Es gibt einen Menschen, der weiß, wie man Plastik gießt. Es gibt einen Menschen, der weiß, wie man Plastik zu einer Maus zusammensetzt. Es gibt einen Menschen, der weiß, wie man die Maus an den Computer bekommt. Aber es gibt keinen einzigen Mensch, der sich hinsetzen kann und das Ding from scratch bauen könnte. Was wir gebaut haben, ist eine Welt von unglaublicher Abhängigkeit. Wir, nicht nur unsere Ideen, sondern wir selbst, hängen von allen anderen Menschen ab. Und wir haben als Menschen unglaublichen Enthusiasmus für Kritik. Und wir haben unglaublich viel Kritik für Enthusiasten. Und das macht dieses Innovationsspiel ganz schön schwierig. Was hier passiert ist, wir haben die Komplexität erhöht, wir haben das Chaos erhöht. Wir haben Innovationen geschaffen, die das Ganze schwierig machen. Okay, wenn ich mit meinen Eltern über Innovation rede und ihnen dann sage, meine Eltern sind furchtbare Hippies und diese Diskussionen arten immer darin aus, dass wir darüber streiten, warum ich ohne Fernseher aufwachsen musste. Oh ja, das ist nicht einfach ohne Fernseher. Wir hatten irgendwann einen Videorekorder und wir mussten immer vorher auswählen, welche Sendungen wir gucken wollen. Dann mussten wir die aufzeichnen und dann durften wir zu einem späteren Zeitpunkt gucken. In der Hoffnung, meine Mutter nennt den Fernseher die Verdummungsmaschine, in der Hoffnung, dass wir so weniger Fernsehen gucken. Es hat tatsächlich dazu geführt, dass wir am Anfang weniger geguckt haben und dann schnell rausgefunden haben, es lohnt sich total, die gleichen drei Sendungen immer wieder zu gucken. Wir haben also nicht weniger geguckt, sondern wir haben tatsächlich die Verdummungsmaschine zur Verdummung genutzt. Aber wenn ich mit meinen Eltern über Einführung von Technologie, wir haben ewig drüber diskutiert, ob wir WLAN brauchen. Und meine Mutter hat gesagt, das verstrahlt alles. Okay. Diese Diskussion haben Sie vielleicht noch im Kopf, als WLAN kam und alle über die Strahlen diskutiert haben. Ja.
kann man drüber nachdenken. Also die Einführung von neuen Technologien als Innovation. Wenn ich mit meinen Eltern rede und ich sage dann, es wird ungefähr 15 Jahre, maximal 15 Jahre dauern, bis wir in der Lage sind, das menschliche Gehirn direkt ans Internet anzuschließen. Dann sagen meine Eltern das, was viele andere Leute und viele meiner Klienten auch sagen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und Innovationen leben davon, dass ich jemand was vorstellen kann, was andere nicht sehen. So, was können wir uns vorstellen? Wir können uns zum Beispiel gut vorstellen, Lottogewinner zu sein. Warum? Weil wir alle schon mal einen Lottogewinner gesehen haben und wir uns gut vorstellen können, der zu sein. Wir haben noch nie jemanden gesehen, dessen Gehirn ans Internet angeschlossen wird. Deswegen können wir uns das schlecht vorstellen. Was wir uns schlecht vorstellen können, halten wir für automatisch unwahrscheinlicher. Und deswegen glauben wir, dass das nicht passieren wird. Und dann passiert es immer wieder doch. Und danach denken wir, habe ich doch gesagt. 70.000 Jahre kognitive Evolution. Und wir haben das immer noch nicht verstanden, dass die Zukunft kommt, ob wir uns das vorstellen können oder nicht. Völlig egal. In San Francisco, unglaublich schwierige Stadt, totales Chaos. Eine Einzimmerwohnung kostet 3.000 Euro Miete im Monat mindestens. Direkt vor meiner Wohnung wohnt Doug, das ist ein Drogendealer, der wohnt da in seinem Zelt, der zahlt natürlich keine Miete. Aber wie Kalifornier halt so sind, ist er unglaublich freundlich und jeden Morgen, wenn ich rauskomme, sagt er, hey Buddy, zu mir. Und ich hoffe nur, dass in dem Moment nie die Polizei vorbeifährt. Weil wenn ein Drogendealer Hey Buddy ruft, ist das kein guter Eindruck. Problem ist, sie kaufen sich mit Innovationen unglaubliche Probleme ein. Jeder Fortschritt zieht unglaubliche neue Probleme nach sich. Innovation ist ein Problem, weil wir unglaublich viele Auswirkungen haben, die wir nicht vorhersehen können. Und mit jeder Entwicklung ziehen wir uns Probleme ran. Okay, was passiert? Was müssen wir machen? Hier einfach nur ein Beispiel noch, was unser Gehirn macht. In Rot sehen Sie die Anzahl der Menschen, die in Swimmingpools ertrinken über die Jahre hinweg. In Schwarz sehen Sie die Filme, in denen Nicolas Cage mitgespielt hat. Und Sie sehen den Zusammenhang. Ihr Gehirn kann gar nicht widerstehen, den Zusammenhang zu sehen. Ja, wenn Nicolas Cage in mehr Filmen mitspielt, dann ertrinken auch mehr Leute im Pool. Aber jetzt zu sagen, Nicolas Cage ist verantwortlich für die Ertrunkenen im Pool, ist ungefähr so zu sagen, wie wir stellen einen Kicker auf und das wird unsere Mitarbeiter innovativer machen. So einfach ist dieses ganze Spiel nicht. Sie kaufen sich mit jeder Bewegung unglaublich viel ein. Jede Innovation kostet. Wissen Sie, warum Ihr Keyboard so aussieht, Ihre Tastatur? Die Querztastatur. Wissen Sie, warum die so aussieht? Damit sich die Hämmerchen nicht so verhaken, hat man die so angeordnet, die Buchstaben, damit sie möglichst schnell schreiben, aber nicht zu schnell, damit sich die Hämmerchen nicht verhaken. So, jetzt haben wir heute keine Hämmerchen mehr, aber die Tastatur ist übrig geblieben. Weil Veränderung so anstrengend ist und Sie jetzt keinen Bock haben, eine neue Tastatur zu lernen, lassen wir es lieber so. Veränderung ist unglaublich anstrengend. Die ist nicht nur chaotisch und komplex, sie ist auch anstrengend. Deswegen machen wir die manchmal nicht. Wir sollten aber. Wir müssen gucken, was draußen passiert. Wir müssen raus aus unserer Box, wir müssen explorieren. Deutsche Unternehmen sind unglaublich gut zu optimieren. Wir sind gute Perfektionisten, wir machen mehr und wir optimieren und wir machen Autos schneller und besser, aber wir gucken selten, was draußen passiert. Innovation wird getrieben und der Fortschritt, den wir brauchen heute, von Leuten, die außerhalb ihres Feldes arbeiten. Wir müssen explorieren. Zwei Sachen, auf die Menschen schieben, warum das alles nicht so einfach ist und nicht funktioniert. Nummer eins, Top 1 gerade, Kultur. Wir schieben alles auf Kultur, weil Kultur ist schwer zu verändern. Wir haben keine gute Fehlerkultur, deswegen sind wir nicht innovativ. Ja, nochmal, das ist wie Nicolas Cage und die Swimmingpools. So einfach ist es nicht. Kultur lässt sich verändern, genauso wie Talent. Talent ist die zweite große Ursache, auf die wir alles schieben. Und es liegt nicht daran, dass wir kein Talent haben. Das ist ungefähr so wie die Leute, die ins Fitnessstudio gehen, mit unglaublich teurer Sportkleidung auftauchen, dann auf den Crosstrainer gehen, auf der niedrigsten Stufe für 30 Minuten, mit einer Flasche Fanta in der Hand und dann sich wundern, dass sie kein Sixpack haben. Sportkleidung, unglaublich teure Sportkleidung, ist so wie ein Innovationsprogramm. Das ziehen Sie an, das sieht gut aus, aber das macht Sie noch nicht talentiert, das macht Sie noch nicht innovativ. Sie brauchen wesentlich mehr. Und es ist schwierig, das zu lernen, aber es ist wie ein Muskel. Und Sie können auch nicht sagen, ich habe kein Talent für Innovation oder wir haben nicht die richtige Kultur für Innovation. Das ist so wie zu sagen, ich habe kein Talent für Muskelmasse. Wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Wir wissen alle, dass wir die aufbauen können. Nur ist es halt viel Arbeit. Und so ist es auch mit Innovation.
Hier, mein letztes Beispiel, eine Idee. 1927 in London, die Luft ist unglaublich verpestet unten auf den Straßen. Industrialisiertes London, keine gute Luft da unten, also können die Kinder nicht mehr auf der Straße spielen. Was macht man? Die Idee, wir bauen im fünften Stockwerk, da ist die Luft einigermaßen okay, da bauen wir den Babykäfig draußen ans Fenster dran. Und dann hat das Kind Spaß an der frischen Luft. Erfolgreiche Idee, lief gut, 100.000 Stück verkauft. Würden wir sagen, das ist eine gute Idee? Heute wahrscheinlich nicht mehr. Die Frage ist, woran erkennen wir, dass eine Idee gut genug ist, um sie für Fortschritt zu nutzen, um weiterzumachen, um weiterzugehen? Woran erkennen wir das? Was macht eine Idee gut? Was ist unser Kriterium? Wo wollen wir überhaupt hin damit? Immanuel Kant hat gesagt, und ich muss das in der Schule auswendig lernen, deswegen weiß ich es immer noch, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Hilfe eines anderes zu bedienen. Das ist witzig, wenn Sie das auswendig lernen, haben Sie natürlich keine Ahnung, was Sie da sagen. Ich habe viel später verstanden, was Unmündigkeit bedeutet. Wir benutzen unseren Verstand nicht so, wie wir sollten. Aber wir können das auch anders. Unmündigkeit ist nämlich selbstverschuldet. Wir benutzen unseren Verstand nicht so, wie wir könnten. Wir benutzen ihn nicht, um Fortschritt zu treiben. Und wir könnten und wir sollten. Selbstverschuldet ist das, weil wir nicht genug tun, um es zu versuchen. Wir gehen eben nicht ins Fitnessstudio für Innovation. Wir finden lieber Gründe, um zu sagen, ich kann das nicht, ich kann die Welt nicht verändern, ich kann nicht viel beitragen. Mein Beitrag zu Fortschritt ist nichts. Aber wenn wir genau gucken, ist unser Beitrag dieser Boden aus Innovationsideen. Wir müssen keine Durchbruchsinnovationen starten, um die Welt zu verändern. Wir müssen beitragen durch unsere Ideen. Und nicht durch Kritik an den Ideen anderer, sondern durch den Beitrag von Ideen. Unsere Selbstverschuldung hört da auf, wo wir, wenn wir drüber nachdenken, die Welt verändern, warum ich? Die Frage, warum ich, verändern in die Frage, warum nicht? Vielen Dank.